Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Heute drei wichtige Basics-Tipps für die MAC-Beginner unter euch. Und wir fangen sofort mit dem ersten Punkt an. Wie kann ich das Ganze einstellen nach Gehör? Denn ich habe gesehen, erfahrene Hasen können das sehr gut. Und dann wird das Ergebnis auch sehr schön. Ist eigentlich ziemlich easy. Wenn du schweißt und du merkst, es stottert extrem wie so ein alter Traktor, und es läuft überhaupt nicht rund und du siehst, dass dein Zusatz dort nicht ordentlich aufgeschmolzen wird, da sogar vielleicht kleine Stücke abgesprengt werden, dann weißt du hier, dass die Parameter einfach nicht passen, dass das Ganze zu kalt ist, dass du zu wenig Leistung hast und zu viel Draht hast, entsprechend für die Materialstärke. Es kann ja sein, dass du vorher ein 1 mm Blech geschweißt hast, die Maschine war eingestellt und es lief sehr gut. Dann hast du 3 mm, 4 mm Bleche auf den Tisch gelegt und dann läuft es nicht mit den gleichen Parametern wie für 1 mm. Kann es ja auch nicht ordentlich funktionieren. Also achte drauf. Das heißt, die Ablösung hier, wenn es so extrem stottert und nicht rund läuft und unser Gehör sagt, hör mal, da stimmt was nicht, erhöhst du die Leistung und dann wirst du hören und sehen, so wie hier in dem Beispiel, wie das Ganze viel runder und gleichmäßiger läuft. Part Nummer 2 sind unsere Augen. Wenn wir das Ganze geschweißt haben und wir knüpfen auf den ersten Punkt an und das Ganze haben wir zu kalt geschweißt, wir haben schon gehört, es läuft nicht so gut und wir gucken in die Kehle hinein und da liegt so eine kleine, nicht aufgeschmolzene, stark überwölbte Raupe drin, wo ich schon von Anfang an sehe, dass die null Einbrand hat, dass die da einfach liegt und ich mit dem Hammer, glaube ich, die sogar weghauen könnte, dann sehe ich auch, dass das einfach zu kalt ist. Da kannst du dich nicht drauf verlassen, dass das hält. Ja? Das heißt, wenn die so stark überwölbt ist, ich sag mal, wie so ein Würstchen da drin liegt, ist das nicht gut. Was kannst du tun? Auch hier entsprechend Leistung, Drahtvorschub erhöhen, anpassen, dass du möglichst eine schöne Konkave, ein schön konkaves Armas bekommst. Das ist eigentlich ganz easy. Wenn das unsere Kehle ist, dann müsstest du hier wie so eine Art Dreieck haben. Dann ist das hier für dich ein Indikator, dass du alles richtig gemacht hast. Das heißt, wir haben beide Flanken erfasst, wir haben auch einen ordentlichen Einbrand, wir haben ein schönes, gleichmäßiges Armas aufgebaut, welches nicht zu stark überwölbt ist. Dann wissen wir, dass die Parameter hier an der Stelle stimmen und unsere Augen sind natürlich beim Schweißen sehr wichtig. Jetzt hast du eigentlich, wir kommen zum Punkt 3 übrigens, jetzt hast du eigentlich alles richtig eingestellt, aber du weißt, dass du hier noch die Spannung anpassen kannst. Ja? Zu Drahtvorschub und zu der Ampere kannst du die Spannung verstellen. Wann weißt du, ob dieser Parameter für dich in Ordnung ist? Wir versuchen das Ganze einmal hier aus. Wir drehen einmal extrem ins Minus und schweißen ein. Und wir merken, dass beim Schweißen, weil wir so eine geringe Spannung haben, einen extrem kurzen Lichtbogen haben. Du merkst, dass er schon die Power hat beim Schweißen. Der Draht wird extremst mit Gewalt ins Schweißbad geschoben. Irgendwie funktioniert das. Du merkst das auch im Brenner, ja? Der schiebt da ordentlich. Es stottert sogar ein bisschen im Brenner. Und wie gesagt, der Lichtbogen hier vorne ist ziemlich klein. Das heißt, das ist ein Indikator für dich, dass du zu wenig Spannung eingestellt hast. Es kann sein, dass der Drahtvorschub und Ampere hier in dem Moment passen, aber du einfach zu wenig Spannung hast. Wie sieht das Ganze wiederum, wenn wir das extrem ins Plus drehen? Jetzt nämlich sehr tückisch hier, weil wenn du das Ganze extrem ins Plus drehst, du merkst schon beim Schweißen, ja, wie der Lichtbogen extrem lang wird,
Es läuft eigentlich gut und du merkst, wie er zwischendurch einfach so flop, flop macht. Ja? Er brennt stark zurück und dann kommt der Zusatz, dein Schweißbad, teilweise unregelmäßig rein. Das hört sich auch schon so an, als wärst du kurz vorm Sprühlichtbogen, dass eigentlich alles richtig ist. Aber im Endeffekt, der Prozess, wie gesagt, dich hier in dem Moment belügt. Weil wenn du auf die Schweißnaht schaust, sieht die sogar gut aus. Aber das ist tückisch. Deswegen musst du beim Schweißen darauf aufpassen. Es kann nämlich sein, dass du dann sehr schlechten Einbrand hast. Ja? Deswegen hier Spannung, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir zum Abschluss, zu meinem Fazit. Es gibt nun mal alte Geräte, wo wir alles selbst manuell einstellen müssen. Was sehr schwierig ist. Deswegen sind die erfahrenen Schweißer, die alten Hasen, die haben das richtig gut drauf. Weil die sehen das, die haben die Erfahrung, die hören das Ganze. Und bei so einem alten Gerät, bei so einem Trafo-Gerät, haben die in der Regel Spannungsstufen gehabt und den Drahtvorschub dazu. Das heißt, die haben für eine bestimmte Materialstärke sich die richtige Stufe ausgesucht. Vielleicht hast du so ein Schweißgerät von deinem Opa, von deinem Vater und du möchtest das optimal einstellen, habe ich dazu schon mal ein Video gemacht. Und dort habe ich nämlich genau erklärt, wie du merkst, ob du im richtigen Bereich liegst. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich die richtige Stufe finden. Sagen wir haben vielleicht 7 oder 8 Stufen. Wir müssen die richtige Stufe für die Materialstärke finden. Das Gerät hat eine gewisse Leistung. Und dann den Drahtvorschub kontinuierlich dahin bringen, dass der Prozess richtig gut läuft. Und das hören wir dann und das sehen wir dann auch. Die modernen Schweißgeräte von heute ist auch wiederum so eine typische Geschichte für die Anfänger. Die haben synergische Kennlinien. Das heißt, egal was du einstellst hier in diesem Schweißgerät, ja, du musst dir keine Gedanken machen, du stellst nämlich nach Materialstärke ein. Du sagst hier, ich habe ein 3mm Blech, ich stelle das hier auf 3mm Blech ein. Für eine Kehle kann ich ein bisschen mehr höher gehen, aber egal, ich stelle das auf 3mm ein und schon bin ich fertig. Ich muss mir keine Gedanken machen, was ist da für ein Drahtvorschub, was ist da für eine Spannung, was ist da ein Ampere eingestellt, muss ich nicht machen, weil das ist schon alles hinterlegt. Das ist wiederum gut, ja? Das heißt, ein Anfänger, der jetzt nicht die Erfahrung hat und überhaupt keine Basics hat und er will loslegen, ist das natürlich Gold wert. Ja? Er hat sofort ordentliche Schweißnähte, er kann noch den Puls aktivieren, hat aber auch keine Spritzer mehr. Aber wir müssen uns immer Gedanken machen, was passiert im Hintergrund. Weil es gibt manchmal außergewöhnliche Situationen, da musst du schon wissen, dass in dem Moment die Maschine, das kannst du ja alles sehen, das sagt sie dir auch, mit 125 Ampere geschweißt hast und der passende Drahtvorschub war dabei 8 Meter in Abhängigkeit und die Spannung lag, wenn wir auf dem Nullwert stehen, auf dem Mittelwert, bei 20 Volt. Das heißt, wenn du als Anfänger mit so einem Profigerät anfängst, was es dir einfacher macht, mach dir trotzdem Gedanken, warum sind die Werte da, wieso ist das so, schau meine Videos. Und dann wirst du ja nur schlauer. Ein interessanter Punkt ist, in meiner Laufbahn, hier auch im Kundenbereich, habe ich einige Eindrücke mitbekommen. Dieser Wechsel zwischen den alten Trafo-Maschinen auf die neuen Inverter, wo oft mit Synergie, mit Kennlinien gearbeitet wird. Was bedeutet eigentlich Synergie-Kennlinien? Das heißt, dass das Ampere- und Drahtvorschub in Abhängigkeit ist. Das heißt, wenn du Ampere erhöhst, erhöhst du den Draht mit. Ja, das sind so speziell entwickelte Kennlinien, wo man jahrelang rumprobiert hat, bis der Prozess optimal gelaufen ist. Und die sind einfach nur drin und das kannst du nicht einfach so ausschalten bei den aktuellen Invertern. Und da kommen die alten Hasen auf mich zu und die haben vorher, sagen wir mal, eine 300 Ampere wassergekühlte oder bis zu 400 Ampere wassergekühlte Trafomaschine gehabt und die haben im Leben immer Drahtvorschub und die Spannung selbst eingestellt. Und so haben sie das gelernt. So sind sie auch da hineingewachsen. Und wenn sie jetzt mit so einem Inverter anfangen, dann gibt es oft den Punkt, und da wird sich vielleicht der eine oder andere wiederfinden, dann kommt oft so ein Moment, wo die vielleicht eine bestimmte Aufgabe haben und sich dann wünschen, ah, ich bräuchte etwas weniger Drahtvorschub. Dann regeln die hier nach, aber hier wird ja dann Ampere mit runtergenommen. Und das ist sehr wichtig, deswegen gibt es ja auch diesen Spannungskorrektur-Button. Das heißt, für die alten Hasen unter euch, die jetzt auf eine aktuelle Technik umsteigen, auf Invertertechnik und die haben genau die Situation, ich möchte losgelöst Ampere von meinem Drahtvorschub machen, hast du immer die Möglichkeit, hier einen non-synergic, wie der Name schon sagt, nicht synergischen Job einzustellen.
dann hast du nur noch Drahtvorschub, dann kommst du schon ungefähr so in die Richtung, wie du das früher kanntest. Aber wenn du nun mal einfach die Sache in Abhängigkeit hast und du möchtest das für dich anpassen, dann arbeitest du mit der Spannungskorrektur. Deswegen gibt es die ja auch. Wenn du quasi einfach merkst, ich habe jetzt einen Ticken zu viel Draht, es passt eigentlich so weit, aber ich habe einen Ticken zu viel Draht, du könntest hier mit der Spannung ins Plus gehen, den Lichtbogen länger machen. Du könntest aber auch gleichzeitig, wenn du solche Steigen schweißt und du merkst, ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig Draht, dann könntest du mit der Spannungskorrektur etwas ins Minus gehen. Also du hast hier immer noch viele Angriffsflächen, wo du für dich individuell den Job anpassen kannst. Plus, wir haben hier auch noch aus der alten Historie solche Sachen übernommen wie Dynamik, die können wir auch ins Plus und Minus stellen. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Die Dynamik sorgt dafür, du kannst quasi deinen Lichtbogen etwas breiter stellen oder etwas einschnüren. Das werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal zeigen. So, meine lieben Schweißtechnikfreunde, ich hoffe, dieser Beitrag bringt euch weiter. Ein Abo, Glocke aktivieren, Daumen hoch und einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Von daher, ich habe euch lieb. Bis dahin. Ciao.